Hallo liebe Whisky-Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier beim Kanal von Whisky Evening. Mein Name ist André und heute entführe ich euch in eine Destillerie, die, ich sage es einfach mal, vermute ich, die wenigsten von euch kennen. Und leider ist es auch so, dass über diese Destille nicht viel bekannt ist, sie ist nicht zu besuchen und es gibt auch gar nicht ganz so viel zu erzählen. Und das war der Grund, warum ich dann heute mir überlegt habe, ich stelle euch mal die aktuelle Range vor, die es aus dieser Distillerie als Originalabfüllung gibt. Tja, der Hinweis, Originalabfüllung, ne? Denn Royal Bracklar, ich kann das ja gerne mal einblenden, habe ich vor kurzem von einem unabhängigen Abfüller, von Duncan Taylor hier, den Battle Hill, probiert. Ist ein Gedicht. Ne? Und ja, ich habe heute dabei Royal Bracklar Distillery, 12 Jahre, 16 Jahre und was aktuell der älteste aus dieser Distillerie Original ist, 21 Jahre. Ja, diese Distillerie befindet sich, bevor ich das sage, schenke ich erstmal alle ein. Habe ich ja den 12-jährigen. Gläser habe ich nicht davon. Ihr seht auch vom Outfit her, mir gefällt halt aktuell gerade mit den Westen so. Ja, aber dann bedanke ich mich nochmal hier bei Peter. Da habe ich ja jetzt ein Belvedere-Glas. Das nehme ich halt mal dazu. Schenken wir da mal was ein. Nicht so viel, weil ich 3 Stück probiere, ne? Aber die gehören zu einer Serie, die heißt The Last Great Malt oder Last Great Malt, und da habe ich wenigstens ein Glas davon. Ich weiß gar nicht, kann man das jetzt sehen so? Müsste ich mal ein bisschen hin. Da gab es auch ein Logo, irgendwie Last Great Malt, ne? Jahre und jetzt noch 21 Jahre. Tja, warum stelle ich euch die vor? Es war eher ein Zufall, denn klar, ich hatte vor kurzem den Bracklar Battle Hill und der war super. Und jedenfalls habe ich vor kurzem gedacht, ach, du brauchst mal wieder einen zu Hause, den du einfach mal ohne großartig überlegen mal wieder trinken kannst. Und du hast ja ab und zu ein paar Flaschen offen, denn den schenke ich auch immer bei der Messe aus. Und wollte einfach den 12-jährigen mit nach Hause nehmen und habe den abends mir mal so eingeschenkt und denke, na, sag mal, so gut hatte ich den gar nicht in Erinnerung. Und da hatte ich nur verwechselt, da habe ich also die 12-jährige Flasche, oder besser gesagt, den 16-jährigen, in die 12-jährige Tube. Ja, und war überrascht, wie gut er das geschmeckt hat. Und dann denke ich, ach, eigentlich könntest du die mal erwähnen. Ja, das ist der Grund. Royal Bracklar, liebe Freunde. Ja, das steht ja Gott sei Dank bei den Destillerien immer hier drauf. Wurde gegründet 1812. Und, so habe ich gelesen, war lange Zeit die einzige Destillerie, die legal war zwischen Aberdeen und Inverness. Ja? Und da könnt ihr euch jetzt mal hier die Karte anschauen. Dann haben wir hier irgendwo Aberdeen, genau. Hier ist Aberdeen und hier drüben, da liegt Inverness. So, und hier in der Nähe von Nairn. Warte mal, wie jetzt überhaupt, wie ich das euch so zeichnen kann. Also hier liegt irgendwo Nairn. Und da liegt diese Destillerie Royal Bracklar. Und ja, ich bin da schon so oft vorbeigefahren und nie einen Hinweis gesehen, also jedenfalls könnt ihr mich nicht daran erinnern. Habe auch nie danach geguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und habe jetzt mal nachgelesen, ja, die haben keinen Visitor Center. Was mich da ein bisschen wundert, weil ganz so klein ist er nicht. Die produzieren aktuell 2,5 Millionen Liter, könnten, wenn sie voll auf Volllast gehen, 4 Millionen produzieren. Und ja, warum heißen die Royal Bracklar? Das heißt, diese Distillery Bracklar
Wurde also gegründet von Captain William Fraser. Und der einfach nur deswegen, um das Getreide zu verwenden von dem Land, was er vom Lord Cawdor gepachtet hatte. Und ja, das war das andere, was ich gesagt habe, die einzige legale zwischen Aberdeen und Inverness. Ja, und er hat es irgendwie geschafft, dass der Whisky bekannt wurde in Glasgow, Edinburgh und London. Und der war, der Captain Fraser war also mit dem König William dem IV., also King William the IV., zusammen bei der also Navy unterwegs oder ne? Und auch mit Nelson bei der Royal Navy. Und ja, jedenfalls haben die Geschmack für guten Likör entwickelt, die Freunde, so steht es hier drauf. Und der Sailor King, also so wurde also quasi King William der Vierte genannt, also König William der Vierte, wurde quasi Sailor King genannt, also der Segel, also sagen wir mal der Seemannskönig, wenn man so will, so ein bisschen übersetzt, weil er wahrscheinlich für die Flotte viel übrig hatte und solche Sachen. Der besuchte dann 1833 die Distille, nee Quatsch, jedenfalls hat er 1833 dieser Distille als allererstes den Royal Varand, oder die hat er quasi gelobt, wenn man so will, also ausgezeichnet, und die durften dann den Namen Royal im Namen tragen. Also haben natürlich auch das Royal Varand mit drin, weil sie ja dann natürlich auch Hoflieferant wurden. Und ja, das ist soweit so mal zur Geschichte. Haben natürlich auch eine wechselhafte Geschichte hinter sich. 1970 erweitert auf vier Brennblasen. 83 war die Distillerie wieder geschlossen. 91, oh ne, hätte ich jetzt genau nachlesen müssen. 91 wurde der Betrieb wieder aufgenommen, und dann 1998 musste der jetzige Konzern Diageo, damals noch United Distillers, musste die Destillerie aus kartellrechtlichen Gründen an, ich überlege jetzt, es war nicht Campari, es war Bacardi, mussten die an Bacardi abgeben. Und ja, seitdem weiß ich nicht genau, was sie dann gemacht haben. Vermarktung ging, ehrlich gesagt, wenn das jetzt 1998 war, soweit ich mich jetzt erinnern kann, ist die Vermarktung erst seit so circa 2010, 2012 unter dieser Serie Last Great Malt dann gewesen. Dazu haben gehört Craggelaggie, Royal Brackler, eine fällt mir immer nicht ein, Aberfeldy, ich glaube Aberfeldy wurde noch mitgenannt in dem Zuge, und Oldmore. Oldmore, die haben so schöne Apothekerflaschen, ich weiß gar nicht, ob ich auch schon ein Video davon gedreht habe, aber jedenfalls im Tasting, der gefällt mir ganz gut, Oldmore. Ach, immer irgendwas, hä? Immer. Jedenfalls diese vier wurden unter dieser Serie, aber ich glaube, so richtig erfolgreich war die Serie nicht. Und das hier zum Beispiel sind, mit allem Respekt, obwohl sie royal sind oder so, ich glaube, die am wenigsten aus dieser Serie gekauft wurden, was ich gut abgehoben habe oder was gut verkauft wird, denke ich mal, ist Aberfeldy. Und schmeckt ja auch ganz gut. Dann gibt es viele Freunde, die Craggelaggie mögen. Und ja, bei Oldmore, da gab es nicht ganz so viele Abfüllungen. Wie gesagt, bei denen hier gab es auch nicht viele, aber da kam auch jetzt nichts Neues nach, dass sie jetzt mal gesagt hätten, wir machen was anderes.
Und naja, obwohl die Flaschen schön gemacht sind, sind natürlich für den Transport, wenn du jetzt hier auf Messen gehst und so, nichts gut geeignet, weil die sind ewig hoch, die sind also größer als alle anderen, also die Benriach-Flaschen sind ja schon hoch, aber wenn ihr die Tubes daneben seht, da sind locker nochmal 4 cm höher, das sind wieder so Dinger, die kann, das ist kein Standardkarton, also die brauchen einfach unheimlich Platz, die kannst du auch in kein Regal reinstellen, weil die einfach größer sind als alle anderen. Was gibt es denn noch für irgendwelche, das sind bei Iron war es auch eine Zeit lang so, die passen nirgendwo rein. Jetzt überlege ich gerade noch, was ich noch für Flaschen habe, die so ewig groß sind, wo du mir sagst, oh, so sind nicht sinnlos, aber es ist ja nicht schön, die passen nirgendwo, kannst du die reinstellen, naja. Und dann haben sie natürlich so eine Sache, die haben alle nur 40%. Ihr müsst sie mal probieren. Es ist gut so, dass die teilweise nur 40% haben. Die kommen kräftig rüber. Obwohl beschrieben wird, der Stil der Destillerie wäre weich und weiß ich was, cremig. Aber es langt wirklich mit den 40%. Gut, man könnte vielleicht 43% machen. Aber ich glaube, wenn die jetzt 46-48% machen würden, wäre es schon heidenkräftig. Also das ist schon eigentlich so eine gute Abfüllung. Und die Flaschen sind halt sehr schwer. Das sind ganz dicke Gläser. Hier unten noch mit so einer Einbuchtung. Also ich habe jetzt nicht die größten Finger, aber guck mal, was da reinkommt. Also ich, naja, ist halt was für die Optik. Schöner Korken, ne? Holz, wunderschön gemacht. So ein bisschen sogar mit so lackiertes Holz hier oben. Naturkorken, also wirklich so von der Sache her schön gemacht. Aber irgendwie haben die nicht die richtigen Freunde gefunden. Und was sonst mit den Single Malts aus dieser Destillerie passiert, ich vermute einfach, weil sie ja zum Hause Duas gehören, Duas, also Aberfeldy, ne? Also wer da schon mal war in Aberfeldy über der Destillerie, die machen ja sehr viele Blends, hauptsächlich durch den Duas. Da machen sie aber auch 12-Jährigen, da machen sie auch einen, weiß ich, 18-Jährigen, glaube ich, oder ne, 15 Jahre gibt es davon. Ich denke mal, dass da auch einiges davon mit reinfließt in diesen Blend oder andere Blends, die mir jetzt nicht bekannt sind. Wie gesagt, man kann viel mehr kann ich über die Distillerie nicht sagen. Wären wir schon am Ende. Aber deswegen probieren wir heute ja mal die gesamte Range. Also die stelle ich euch jedenfalls mal vor. Wir fangen an mit dem 12-Jährigen. Der schon ja, und so war es in meiner Erinnerung, der kommt so ein bisschen rüber wie ein Glenfarclas. Der hat eine schöne Fruchtnote von so ach, ich weiß nicht, wie heißen denn diese kleinen Pflaumen, das sind Quitten, glaube ich, oder sowas ähnliches, sowas so eine leichte säuerliche Note, und der hat auch, wie ich meine, so eine ganz leichte Schwefelnote, wie ich es von Glenfarclas kenne. Ich habe jetzt den 12er schon lange nicht mehr aufgehabt. Ich hatte ja immer jetzt die älteren probiert von Glenfarclas. Ich meine aber natürlich, dass der ein bisschen intensiver ist und auch die 40%, es ist nicht so, dass er jetzt brennt in der Nase oder so, aber du merkst eigentlich, ja, da kommt ein bisschen was, da ist ein Aroma da. Was mich jetzt wundert, ich merke jetzt sogar ein bisschen Vanille. Und so ein bisschen nussig würde ich es noch beschreiben. Ich glaube, wenn ich jetzt noch länger warte, rieche ich sogar noch aus den 12-Jährigen mehr raus. Also das ist jedenfalls einer, die sind, wir haben auf der Messe ein paar Mal ausgeschenkt, vom Preis her, ach so, habe ich noch gar nichts gesagt, ne? Kriegst du für das Geld natürlich ein paar andere Sachen, also bei, sag ich jetzt noch was zum Preis, ne? 12 Jahre Breckler, Royal Breckler, übrigens nicht kühl gefiltert, zwar gefärbt, aber nicht kühl gefiltert, das ist schon mal wieder gut, ne? Aber halt 40%, ne? 45 Euro, ich sage jetzt mal die Richtwerte, ne?
5 Euro rauf und runter, da bitte. Der 16-Jährige, Bragler, der kostet 75 oder 80, 79, 50, keine Ahnung, sowas in der Drehe. Und jetzt Royal Bragler, 21 Jahre, auch 40% nur. Und tja, 175. 175. Jetzt habe ich aber hier gerade noch das gelesen. Was ist das beim 21-Jährigen? Das ist mir jetzt gerade, als ich es euch gezeigt habe, aufgefallen. Da, das ist also quasi, der wurde quasi sehr gerne getrunken. Ach ja, by appointment to His Majesty King William IV und Queen Victoria. Die Queen Victoria, ne? Ja, die hat ja immer gerne einen Whisky getrunken. Die hat ja auch den Royal Loch Nagar, den dann das, den Zusatz Royal gegeben, wo sie ja dort im Schloss Balmoral Castle in der Nähe dann diese Destille besucht haben. Und ja, mehr steht jetzt nicht drauf. Verandert. Also, der King, der König William IV. Hat also 1833 das Siegel gegeben und die Queen Victoria hat also nochmal 1838 nochmal das Siegel Royal verliehen und seitdem, ne, haben die natürlich den Namen da im Namen, also Royal im Namen der Destille. So, jetzt bin ich abgeschweift. Ich kann es euch nicht sagen, das ist wirklich. Er könnte mich aber auch ein bisschen an den Mordlach erinnern. Jetzt von Gordon McPhail im Mordlach. Ich glaube, ich habe ein Video davon gemacht. Jahre, obwohl der viel heftiger ist vom Schwefel. Und da gefällt er mir wieder, ne? Und der gefällt mir eigentlich auch, wenn es so leicht ist. Nase, war das ja das, was ich vorhin schon gesagt habe? Ah, und jetzt der 16-Jährige. Der ist meiner Meinung nach in dieser Serie. Außer ich werde jetzt vom 21-Jährigen nochmal überrascht. Der vom Preis leistungsmäßig wirklich mit der Beste. Weil du hast hier jetzt keine Schwefelnote mehr drin. Du hast jetzt schöne Fruchtaromen mehr drin. Wie gesagt, diese Quitten, die, da bleibe ich immer dabei bei denen. Das ist irgendwie so eine spezielle Note. Ganz leichte Nüsse. Also ein ganz leichtes Nussaroma. Und dann kommen wir jetzt hier Richtung Orange und natürlich diese Sherryfrüchte, die hier Verwendung finden. Typisch Oloroso Fass, was hier verwendet wird. Nicht zu süß, sondern eher, das ist in der Nase schon, fühlst du, dass das ein bisschen trockener ist. Und ja, auch Orangen finde ich jetzt mit drin. Ich weiß gar nicht. Ja, ich würde sogar fast sagen, Richtung. Naja, es sind aber noch nicht die ganz schwarzen, aber so auch so Kirscharoma, würde ich jetzt sagen. Ja, Kirschen lege ich mich mal hier mit fest. So, und jetzt 21 Jahre. Riechen wir mal noch am 21-Jährigen. Und der ist wirklich noch ein bisschen, der riecht wie so ein schöner Kompott. Aber was hat der noch so? Der hat Vanillepudding. Ah, der hat Vanillepudding, ja. Und wenn ich so tief reingehe und stark einatme, ja, da ist es mit den 40% wirklich ausreichend. Von der Nase her würde ich manchmal sogar eher sagen, dass der Richtung 46% geht, ne?
hat auch so ein bisschen Nuss wieder mit drin und diese, aber diese Beeren, der hat noch viel mehr Beeren. Aber blind verkostet kriegst du nicht raus, welcher, also wenn du jetzt schon weißt, welcher der Royal Brackler ist. Also das ist ein milder, der 21-Jährige ist milder. Der 16-Jährige ist dann doch ein bisschen kräftiger von der Säure. Ah, und was hat denn der jetzt? Der hat ja irgendwas. Der hat irgendwas Muffiges jetzt, der 12er. Oder irgendwie, ja, so irgendwelches altes Holz. Oder, meine erste Assoziation war was anderes. Ja, wenn du jetzt die unterschiedlichen drin hast. Also wenn du die einfach abends mal probierst, einen allein und am nächsten Tag dich daran erinnern sollst, das sind keine, die jetzt ewig lang dich begeistern und sagen, da habe ich aber folgendes Aroma gehabt und keine Ahnung, ne? Alles wunderschöne Sherry-lastige mit drin. Also Sherry-lastige Aromen. Und der hat so, wie gesagt, so Kompott mit Beeren drauf oder mit warmen Beeren, so ein bisschen mit wie Rumtopfbeeren quasi. Oder nee, eher so Himbeeren und sowas. Brombeeren. Nee, Brombeeren nicht. Himbeer. Vielleicht auch ein bisschen, weißt du was ich jetzt bei dem, habe ich so eine Säure noch mit drin. Wenn ich gerade bei Beeren bin. Gibt Beeren, die ich nicht mag, sind Stachelbeeren, aber ich glaube, der riecht so ein bisschen. Der hat irgendwas mit dem Stachelbeere mit drin. Keine Ahnung, warum. Aber riechen tun sie angenehm. Aber wie gesagt, du merkst es nur, wenn du sie nebeneinander mal verriechst, merkst du dann die Unterschiede. Wenn ich einen Tag den 12er trinke, einen Tag den 16er, einen Tag den 21er, dann habe ich jetzt keine Unterschiede von der Erinnerung in der Nase großartig. Das ist nur der direkte Vergleich. Ein bisschen Apfel, so ein bisschen leicht vergorener Apfel hat der 21er noch mit drin. Ziemlich reif, ja, der ist ziemlich reif. Nun, was fangen wir wirklich mit dem 12er an, mit dem Verkosten? Muss man sich steigern oder fange ich eigentlich mit besseren an? Ja, der hat immer wieder. Der hat irgendein feuchtes Laub noch mit drin. Der 12er, ich habe jetzt den 12er. Und immer wenn ich von den anderen mit den Früchten komme und hier reingehe, ich habe jetzt keinen Schwefel mehr. Also diese Geschichte, aber so Richtung Glenfarclas würde ich da denken. Bei einer Blindverkostung würde ich mir Glenfarclas denken. Da kommst du nicht auf Royal Brackler. Aber da hast du irgendwie so feuchtes Laub. Irgendwie was jetzt. Also, Slanger. Ja, du merkst, die Früchte. Schöner, also die brauchen alle wegen Zeit. Der ist auch kräftig genug mit seinen 40%, also das ist wirklich kurios. Allein von den Zahlen her würdest du denken, oh, 40%. Du hast manch andere, was hatte ich neulich mal, 40%, wo du sagst, oh, wässrig. Kann man bei dem nicht sagen. Der ist wirklich, deswegen wundert mich da die Beschreibung, dass die mild und weich und weiß ich was sind, weil ich finde mit 40%, wenn die da kräftig rüberkommen, das ist quasi Brennerei-Charakter. Ja, ist ein guter 12er, auf alle Fälle. Ja, der ist schon etwas süßer und der ist wirklich fruchtiger noch, der 16er. Also das ist wirklich was, preis-leistungsmäßig, den man nehmen kann. Klar, 16 Jahre, 75 Euro,
gibt's welche, die günstiger sind, ganz klar. Aber man muss überlegen, den anderen 8-Jährigen, den ich da hatte, der natürlich nochmal nachgereift war, speziell in den Fässern von Duncan Taylor, da hat der 8-Jährige 59 Euro gekostet. Viel mehr Frucht. Du merkst ja auch schon die Würze vom Holz. Da, allein vom Geschmack her weißt du, oh, der ist schon ein wenig länger gelagert. Und du musst auch aufpassen. Jetzt kommt er mir langsam ein bisschen bitter. Ist schon kräftig vom Holz. So habe ich mir gar nicht in Erinnerung. Aber ich fand den eben gut, als ich den neulich eingeschenkt habe. Habe ich nur gewundert, dass der so komplex oder so aromatisch ist für den 12-Jährigen, den ich eigentlich nur mal so ohne Überlegen nebenbei, wenn du abends nur noch was im Computer machst oder so, einfach mal trinken willst, ohne nachzudenken. Ist vielleicht doch nicht so. Wollen wir schnell mal Wasser eingießen. Und zum Schluss kommt so ein bisschen, also die Würze. Ich weiß nicht, ob das so Backgewürze vielleicht auch sind oder. Jetzt hätte ich fast am Wasser gerochen, ne? Habt ihr gemerkt? So passiert es einem manchmal. Ja, und der hat, wie gesagt, diese. Also der 21-Jährige hat von den dreien die ausgeprägteste Vanille, die ich eben Richtung. Vanillepudding eher oder Creme Brûlée dann gehen würde, obwohl da Creme Brûlée wäre mir noch ein bisschen süßer, der hat eigentlich nur Vanillepudding. Aber beim Creme Brûlée, dann riechst du ja diesen karamellisierten Zucker dann schon oben. Naja, diese ganze, so ganz krass süß ist er nicht, weil hier immer Oloroso-Fässer verwendet werden. Also bei den 16er und 21er auf alle Fälle, beim 12er sicherlich dann auch, aber halt nicht unbedingt die allerbesten. Würde ich jetzt mal vermuten. Ja, und wenn du jetzt länger dran riechst, hat der auch diese leichte Laubnote, feuchtes Laub irgendwie so ein bisschen mit drin. Also das Lunge. Also wie gesagt, schön im Geschmack. Selbe Würze wie der 16-Jährige. Etwas weicher. Aber das sind alles Nuancen. Also das, was ich jetzt hier euch sage, ne? Das sind alles Nuancen. Also vom 16er zum 21-Jährigen. In der Nase ist der Schritt größer, im Geschmack nicht so. Also 16, 21. Ja. Und da sollen 100 Euro dazwischen liegen. Also seid mir nicht böse, liebe Freunde von Royal Brackler. Das kann ich nicht nachvollziehen. Es sind zwar natürlich ein paar Jahre, 5 Jahre dazwischen nochmal. Klar, Lagerkosten, alles mögliche, habe vollstes Verständnis. Aber probiert das selber mal blind. Also wenn die das blind probieren würden, da kommen die doch niemals drauf, welcher jetzt welcher ist. Also beim besten Willen nicht. Ich meine, gut, ich bin jetzt nicht der, der den ausgeprägtesten Geschmackssinn hat, ne? Aber die Nase, ja, die Nase. Aber ich meine, ich kann mich jetzt nicht mehr ganz genau, vielleicht würde mir der André mal nochmal ein Schlückchen von dem Glenfarclas 25 geben. Aber beim Glenfarclas 25
Und der kostet irgendwie 110, 120 Euro. Das sind 25-jährigen Glenfarclas, der eben ähnliche Fässer hat oder ähnliche Noten. Und der hier soll eben 170, 175 Euro kosten mit 21 Jahren. Das Angebot in der Whisky-Welt ist sehr groß. Das tut mir leid. Also der Sieger von diesen dreien für mich persönlich, also ihr könnt ja alles mal probieren. Der Sieger für mich ist der 16-Jährige, der ist wirklich mit seinen, wenn er eine günstig kriegt, ich sage mal 75 Euro, 16 Jahre, das ist gerechtfertigt. Das kann man sagen. Nicht kühl gefiltert, leider gefärbt, leider 40%, aber der kommt wirklich stark rüber. Die Nase macht Spaß beim 21-Jährigen, sage ich ganz ehrlich. Geschmackmäßig hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Tja. Muss jetzt nochmal den 16er dazu trinken. Gut, der 16er hat ein bisschen mehr Würze noch vom Fass, was ich jetzt. Aber trotzdem, von den dreien, Fazit von mir, der 16-Jährige, der ist ein Kaufwert. Ich meine, die kannst du alle kaufen, ne? Aber für die 100 Euro mehr hier, ne? Dann kauft euch lieber noch irgendeinen Single Cask von eurer Lieblingsdestillerie. Also bei mir wüsste ich, welche ich dann nehmen würde. Die 100 Euro, das ist schon heftig, dieser Sprung. Vielleicht könnt ihr mit meinem Fazit was anfangen, würde mich freuen. Na, vielleicht habe ich euch auch ein bisschen die Destillerie mal ein bisschen näher gebracht. Das soll ja Sinn und Zweck von solchen Tasting-Videos sein, dass der ein oder andere sich mal ein Bild machen kann. Generell kann ich sagen als Fazit, wer gerne Glenfarclas mag, sowas in der Art, also nicht zu dominant von den Sherry Aromen, ich könnte vermuten auch so ein bisschen Glenrothes. Wer Glenrothes mag, kommt mit diesen hier sehr gut zurecht. Auch Glenmorangie, wer Glenmorangie mag, ich denke mal, der kommt mit denen auch gut zurecht. Da hat man was Gutes im Glas, ähnlich vom Geschmack. Man muss halt nur schauen, wie gesagt, 25 für 110 oder 21 für 180. Ist schon ein kräftiger Unterschied, aber natürlich ist auch Glenfarclas einer der günstigsten oder der allergünstigste 25-Jährige, den ich jemals auf dem Markt gesehen habe. Von der Seite her klar, aber nur nochmal, um wieder abzuschweifen: 21 Jahre Glendronach Parlament oder Parlament gibt es auch für um die 120. Gab es mal für 100 oder für 95 und mittlerweile kostet ja auch 125 oder so. Also ich glaube noch, dass die Preise so sind. Hast du natürlich ein ganz anderes Brett. Ne? Und bei den 80 Euro, da liegt mir ja beim Glendronach nach 18 Jahre auch viel, viel kräftiger vom Sherry-Aroma drin. Ja, es gibt Alternativen dazu. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es jetzt nicht so boomt bei Royal Blacklight. Das ist mein Eindruck. Ich weiß es nicht, vielleicht verkauft sie sich woanders bombig und ich krieg's nicht mit. Soweit mein Fazit von der Range. Jetzt ist es doch länger geworden, als ich gedacht habe. Na klar, wenn du drei Stück probierst, dauert es halt sehr Zeit. Ich hoffe, ihr habt trotzdem die Muse und habt es euch anschauen können. Und ich wünsche euch eine gute Zeit, bis wir uns wiedersehen. Hauptsache, ihr bleibt gesund, genießt ab und zu mal einen Whisky, nehmt euch die Zeit dafür, das Leben zu genießen. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und bis dahin, macht's gut, euer André.